Heute geht unsere Reise weiter nach Frankreich, nach Wissembourg. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr euch die Stadt anschauen möchtet, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht es bereits los. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Josh Vinzenz und wenn du gerne Reisevideos schaust, dann lass unbedingt ein Abo da, drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Lass am besten auch gleich ein Like da, dann vergisst du es nicht und wenn dir das Video gar nicht gefallen sollte, kannst du es am Ende wieder entfernen. Heute fahren wir nach Wissembourg, nach Frankreich und bleib dran, komm mit, schau dir mit uns die Stadt an. Los geht's. So, hier befinden wir uns direkt am deutschen Weintor. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, sind wir in Frankreich. Ja, ein toller Platz. Schaut es euch an. So, und das ist das deutsche Weintor von der französischen Seite aus gesehen. So, und hier seht ihr eine Weinpresse. Das deutsche Weintor in der südpfälzischen Weinbaugemeinde Schweigen-Rechtenbach ist ein denkmalgeschützter Torbau mit Nebengebäuden. Es gilt als eines der Wahrzeichen der Pfalz und markiert seit dem Jahre 1936 den südlichen Beginn der deutschen Weinstraße. Gegenstück am 85 Kilometer entfernten nördlichen Ende der Weinstraße ist seit 1995 das Haus der Deutschen Weinstraße in Bockenheim. Aber nun lasst uns weiterfahren, lasst uns Wissembourg anschauen, kommt mit. Wissembourg oder zu Deutsch Weißenburg ist eine französische kleine Gemeinde mit 7.487 Einwohnern im Elsass. Die Stadt ist der Präfektur Vaserin zugeordnet und liegt in der Region Grand Est. Im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit war Weißenburg eine selbstständige Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich. Die Stadt liegt am Fluss der Lauter, der in Deutschland entspringt. An jeder Stelle an der deutsch-französischen Grenze, an der Oberrheingraben in den Pfälzerwald bzw. die Vogesen übergeht. Auf deutscher Seite liegt ihr gegenüber die Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach. Wissembourg ist die nördlichste Gemeinde des Departements Vaserin. Wissembourg entwickelte sich aus einer stetig wachsenden Ansiedlung, um in ein 7. Jahrhundert gegründetes Kloster, das bald an Bedeutung gewann und zur Abtei wurde. Von 1306 bis 1697 war Wissembourg Reichsstadt, sie gehörte zum 1354 gegründeten Zehn-Städte-Bund Elsässer Reichsstädte. Ja, die Stadtmauer und die Teile der Abtei seht ihr dann noch im späteren Video, vermutlich erst im zweiten Teil, da wo ihr natürlich auch die Peter- und Paul-Kirche sehen werdet. Ja, hier sind wir schon mal
auf einem schönen Platz. Schaut es euch an. Das Fachwerk an einem Kreisel direkt zentral. Da vorne kommt dann der Dom. Im Jahr 1440 begann der Weißenburger Bürger Eickhard Arzt mit der Niederschrift seiner Chronik der Stadt. Zwischen 1480 und 1503 beschäftigte sich der Zwist des Klosters mit dem Burgherrn des nahen Berwertstein. Berwertstein ist natürlich auch eine Burg in der Nähe von der Burg Martenburg, welche wir vor kurzem erst angeschaut haben. Dazu gibt es auch ein Video. Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen den Päpsten, dem Kaiser Maximilian I. und weiteren, war 1485 die sogenannte Wasserfete. Als Hans von Trotha zunächst Weißenburg das Wasser entzog, indem er die Lauter aufstauen ließ und dann den Damm einzureißen und der Stadt eine gewaltige Überschwemmung zu bescheren. 1522 wurde die Reformation durch Heinrich Moderer, dem Pfarrer der Johanniskirche, und Martin Buser eingeführt. Nach dem Westfälischen Frieden 1648 kamen große Teile des Elsass unter französischer Herrschaft. Ferner wurde Frankreich die Landvogtei über dem elsässischen Zehnstädtebund zugesprochen. Jedoch entstand dieser weiterhin seine Vertreter zum immerwährenden Reichstag nach Regensburg. Mit der Französischen Revolution erfolgte die Einbindung in das moderne Verwaltungs- und Rechtssystem des Landes. Die Stadt Wissenburg war von 1800 bis 2000 Sitz der Unterpräfektur des Arrondissements Wissenburg im Departement Bas-Rhin bzw. der deutschen Kreisdirektion. Seit 1800 ist die Stadt Kantonshauptort. Der Kanton wurde im Januar 2015 von 13 auf 44 Gemeinden erweitert. Am 4. August 1870 besiegten in der Schlacht bei Wissenburg preußische Truppen die Franzosen. Zwei gepflegte Denkmäler, eines für die französischen und eines für die deutschen Gefallenen. Auf dem Geisberg an der Straße Wissenburg-Ritzels erinnern an die vielen gefallenen Bürger aus Wissenburg, kämpften als Soldaten auf französischer Seite. Mit dem Frieden von Frankfurt im Jahre 1871 wurde das Elsass mit Wissenburg und Lothringen dem neu gegründeten Deutschen Kaiserreich angegliedert. Vom 28. Juni 1871 bis 1918 war die Stadt Teil des Reichslandes Elsass-Lothringen. Im September 1871 wurde das Militärgouvernement aufgelöst und die deutsche Verwaltung aufgebaut. Wissenburg wurde Sitz einer Kreisdirektion und Garnisonsort. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Stadt aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrages zusammen mit dem Elsass Frankreich zugeschlagen. In die neue Kaserne zogen die Chasseurs Alpins ein. Im Zweiten Weltkrieg von 1940 bis 1945 waren die Stadt und das Land von Deutschen Reich annektiert. Im März 1945 wurde dann die Stadt und das Umland im Rahmen der Operation Untertone von US-Truppen erobert. Seit 1945 gehört die Stadt wieder zu Frankreich. Um die Hoheit über den im Norden von Wissenburg in der Pfalz liegenden Mundartwald wurde bis 1990 verhandelt. Heute führt eine offene Grenze zur Nachbarschaftshilfen bei Bränden und zur Zusammenarbeit des Notarztdienstes auf beiden Seiten. 1997 wurde die Maximiliansbahn zwischen Wissenburg und Winden in der Pfalz wieder eröffnet. Die Benediktinerkirche Peter und Paul
in Frankreich, hier genannt Pierre et Paul, eine Benediktinerkirche. Und ja, wir gehen jetzt mal hin und vielleicht sogar hinein. Man beachte diese alten Ziegeln. Die Stadt von Wissembourg ist noch teilweise von Resten der alten Stadtbefestigung umschlossen, welche ihr dann auch im zweiten Teil sehen werdet. Sie ist nördlicher Ausgangspunkt der romanischen Straße, die im Elsass durch Orte wie Baudenkmäler der Romantik führt. Hier sind es Abtelkirchen, St. Peter und Paul sowie die Altenstadt, die Pfarrkirche aus dem 11. und 12. Jahrhundert, welche ihr auch im zweiten Teil noch sehen werdet. Alle Epochen vom Mittelalter bis zur neuesten Zeit haben ihre Spuren in Wissembourg hinterlassen. Es ist nicht nur die Kirche St. Peter und Paul, welche im romanischen und gotischen Stil erbaut wurde. Die Altstadt zwischen der Rue Nationale und dem Stadtwall ist auf mittelalterlichen Grundriss erbaut und die heutigen Gebäude wurden meist nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder aufgebaut. An der Rue Nationale findet man mehrere barocke Bürgerhäuser. Aus der Reichslandzeit stammt unter anderem das Haus Germania an der Kreuzung Rue Bonnacaire und Rue de la Perse, das Teil eines neuen Viertels werden sollte,